Die Arbeiten hier an der Unglücksstelle konzentrieren sich derzeit auf die Suche nach der noch vermissten Blackbox. Sie soll sich im völlig zusammengeschobenen Teil der beiden Züge befinden. Sie könnte Aufschluss über die Unfallursache geben, denn diese Blackbox-Systeme, sie zeichnen beispielsweise Geschwindigkeit und Bremsverhalten auf. Diese Daten könnten Aufschluss darüber geben, ob das Unglück tatsächlich auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Es war Dienstagmorgen gegen 6.48 Uhr, als auf einer eingleisigen Strecke zwischen Rosenheim und Bad Aibling zwei Regionalzüge mit großer Geschwindigkeit frontal zusammenprallen. Die Triebwagen der beiden Züge verkeilen sich bei dem Crash, ein Zug entgleist, mehrere Wagen stürzen um. 10 Menschen sterben in den Trümmern, rund 80 werden zum Teil schwer verletzt. Nach Recherchen der Deutschen Presseagentur und der Hannoverschen Allgemeinen könnte eine Fehlentscheidung eines Fahrdienstleiters zu der Katastrophe geführt haben. Demnach soll der Bahnangestellte das automatische Signalsystem außer Kraft gesetzt haben, um einen verspäteten Triebwagen quasi noch von Hand durchzuwinken. Eine fatale Entscheidung. Die ersten Retter sind nach wenigen Minuten vor Ort. Fast 700 werden es im Laufe des Vormittags sein. Mit Hubschraubern, Booten und Rettungswagen werden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Gegen 10.20 Uhr wird dann die letzte lebende Person aus dem Zug befreit. Ein Mensch wird weiter vermisst. Die Bergungsarbeiten dauern unterdessen bis in die Nacht an. Das THW hat Flutlicht aufgestellt, damit die Arbeiten hier in der Nacht ununterbrochen weitergehen können. Der Plan ist, die Oberleitung zu entfernen. Bei Tagesanbruch soll damit begonnen werden, mit speziellen Kränen und Lokomotiven die Wagen dann nach und nach hier von der Unfallstelle wegzutransportieren.